Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Bumsen von CEO in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bumsen von CEO aus dem Jahr 2013. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, wir schneiden das hier unten ein. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier eine Jeanshose in Nahaufnahme und wir haben hier eine Faust, die aus dieser Jeans, aus dieser Knopfleiste zu uns schaut. CEO, S-S-I-O ist hier tätowiert und wir haben hier eine Gürtelschnalle, die den Albumtitel trägt, und zwar B-B-U-M-S-S-N. Kurz ausgesprochen Bumsen. Allerdings diese Buchstaben, also das Doppel-B und das Doppel-S und auch diese Punkte hier, sind nicht zufällig gewählt, denn in dem Fall steht das Ganze hier für eine Abkürzung. Und zwar ist das Ganze als Langform ausgesprochen Boom, Bäppisch, Ultra, Amnesisch, Melodisch, Anabolischer, Straßen, Scheiß, Nutter. Ja, das ist der ganze Titel des Albums. Kurzform, ja, bevorzuge ich, um ehrlich zu sein, mehr. Bumsen geht doch deutlich leichter auszusprechen. Dann haben wir hier noch so ein rotes Zettelchen an der Hose dran gemacht. AON Records lesen wir hier. Das Ganze kennt man ja von D-Squared-Hosen bzw. auch von Levis-Hosen. Allerdings bei den Levis-Hosen meistens auf der Hinterseite angebracht, dieses rote Zettelchen. Hier unten links haben wir dann noch einen roten Hinweis. Und zwar lesen wir hier inklusive Album in voller Länge auf CD. Und hier unten rechts haben wir dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Gut, auf der Seite lesen wir dann hier, drehen das Ganze mal um, auch nochmals CEO Bumsen, hier etwas schwer zu lesen, aber hier, glaube ich, kann man sehen, CEO Bumsen lesen wir hier. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben insgesamt 18 Tracks an der Zahl und wir haben jede Menge Features. Wir haben unter anderem Features von Kalim, Khatar, 257ers, Maestro, Nate57, Tellytales, Schwester Eva und nochmals Khatar und Kalim. Dann haben wir hier unten noch einen Barcode und die Credits zum Album. Also durch und durch dieses Jeans-Design. Dann haben wir hier das Ganze zum Aufklappen. Und zwar haben wir hier einmal die Übersicht über die einzelnen Vinyls. Also A, B, C, D Seite. Also wir haben zwei Vinyls. Und hier ist dann jeweils zu sehen, welcher Track sich auf welcher Seite befindet. Und dann auch noch hier im Detail, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise wer hier gefeatured wurde. Und auf der rechten Seite haben wir dann noch die Credits zum Album. Und dann haben wir darüber hinaus noch ein goldenes Handy eingesteckt und zwei Durex-Kondome. Okay, wir schauen mal in die linke Tasche hinein. Hier haben wir einmal die Vinyl Nummer 1. Und dann haben wir hier darüber hinaus noch dieses kleine Digisleeve, diese Papphülle inklusive des Albums. Dazu kommen wir gleich noch. Wir schauen uns natürlich erstmal die Vinyl an. So, die Vinyl kommt in so einer weißen Papierhülle. Und so sieht dann die Vinyl an sich aus. Klassisch in Schwarz gehalten. CEO Bumsen. Und darunter haben wir dann noch die Tracklist, also die vier Tracks, die sich hier auf dieser A-Seite befinden. Auf der Rückseite haben wir dann die B-Seite. Auch hier vier Tracks mit drauf. So, dann machen wir das Ganze mal wieder in die Papierhülle hinein. Und dann kommen wir gleich zur zweiten Tasche, zur zweiten Seite. Und natürlich auch zur zweiten Vinyl. Diese, wie zu erwarten, ebenfalls in einer weißen Papierhülle. Und so sieht das dann aus. Das ist die C-Seite. Hier haben wir dann auch wieder vier Tracks, beziehungsweise
Hier dürfte ein Beschriftungsfehler sein. Ich hoffe, ja, man kann das lesen. Wir haben hier beschriftet C1, T2, C3, C4, Big King XXL. Und dann haben wir nochmals C4, illegal, legal, egal. Das hätte dann in dem Fall wohl C5 heißen müssen, aber ja, das werden wir auch noch überleben. Also C5 müsste das heißen, somit 5 Tracks hier auf der C-Seite. Und dann haben wir die D-Seite und hier wurde es richtig beschriftet, hier haben wir 5 Tracks mit dabei. Gut, auch diese Vinyl wieder zurück in die Hülle. Und zusätzlich zu diesen beiden Vinyls, zu dieser Doppelvinyl, erhalten wir dann noch das hier. Und zwar ist das hier das Album nochmals in CD-Form, in einer kleinen Papillen Digisleeve. Das Cover ident wie auf der Vinyl Edition. Auf der Rückseite auch hier wieder die gesamte Tracklist abgedruckt. Und die CD sieht dann so aus. Also wie auch schon die Innenseiten, also die Mitten hier von den Vinyls, in diesem Braun gehalten, schön gemacht. Ich bin generell immer ein Fan davon, wenn man eine CD den Vinyls beilegt und auch einen MP3-Download-Code. Meistens wird nur das eine oder das andere gemacht. In dem Fall hat man sich statt dem Download-Code eben für diese CD-Variante entschieden. Ist auch voll okay. Ich finde es immer schön, weil dann hat man nicht nur die Sachen auf dem CD, auf dem Plattenspieler, sondern man kann es dann eben auch noch auf CD anhören oder wenn man einen MP3-Download-Code hat, eben auch in digitaler Form. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Und zwar haben wir hier diese beiden Vinyls, A, B, C und D-Seite, die jeweils in dieser weißen Papierhülle kommen. Dann haben wir das Album an sich auf CD in diesem Digisleeve in der Papphülle mit dabei. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Bumsen von Sio. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sio unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.